Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Mit dieser schönen Aussicht möchte ich euch nun begrüßen und wir müssen irgendeinen Shuttler rein. Hier haben wir Ellie, sie tippt ein bisschen am PC rum und wir müssen nun genau in diese Tür da hinten rein. Stand clear. Okay, mach die Tür auf. Reparaturbucht. Upgrade deine Rig und wechsle zwischen Anzügen. Okay, ein neuer Ding. Anzugstation. Cool. Zeugenanzug freigeschaltet. Erstkontaktanzug freigeschaltet. Okay, wir können jetzt zwischen Eva-Anzug, Erstkontaktanzug und Zeugenanzug. Können wir jetzt mal wechseln. Was ist jetzt da gut? Isolierter und gravitierter, verzierter Anzug vom Mittleren des SCAF. Ausgrabungsteam getragen, das die düstersten Geheimnisse von Tau Valentins finden sollte. Ein leichter Raumanzug, der üblicherweise die Arbeiten zur Gewinnung von Altmaterial getragen wird und den Träger schützt, wenn er langanhaltende Strahlung ausgesetzt ist. Und der andere, einziger Eva-Anzug von der SCAF, für Begegnung mit fremden Wesen hergestellt. Seine goldene Apparatur, vielleicht Schutz für längere Aufenthalt im Weltraum. Ich glaube, dann nehmen wir doch mal den. Ja, ich glaube, der passt am ehesten. Schau mal, vielleicht ist der ein bisschen cooler. Das haben wir jetzt nicht angezeigt. Die haben jetzt nicht angezeigt, wie lang der... welcher Anzug besser ist. Mal schauen, vielleicht sehen wir das jetzt dann gleich. Und hier kommt schon... Oh, geil, in Gold. Schick, Isaac, schick. Der goldene Anzug. Okay, dann schauen wir mal, ob wir irgendwie upgraden können. Was können wir hier upgraden? Ein Stasi-Energie und upgrade Schaden und Reichweite des Chinesen-Modus. Wow. Okay, hier können wir... Ah, jetzt bin ich aber schlau. Hier können wir jetzt upgraden. Trefferpunkte können wir hochtun. Da unten sehen wir, wie viel das immer kostet. Hier sehen wir es, hier sehen wir es. Luft können wir upgraden und die Panzerung. Boah, das ist aber richtig toll. Keine Ahnung, ich will jetzt den eigentlich nur nicht upgraden, weil ich weiß nicht, ob ich den behalten soll. Auf jeden Fall nehmen wir den jetzt erst schnell mit. So in Gold schaut es doch ganz nett aus. Haben wir hier sonst schon irgendwas rumliegen? Scheint nicht so. Isaac, Norton hier. Hallo Norton. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich nicht. Sie denken, sie und sie. Vergessen sie es. Sie sind auch nicht mehr, okay? Okay, Norton, wir sind jetzt schlauer. So, und wir müssen jetzt erstmal durch diese Tür durch. Öffnen wieder gekonnt. Öffne dich! Öffne dich, geht doch. Bisschen mit Verzögerung. Schöne Räume. Muss ich echt sagen, schöne Räume. Sind zwar alle leer. Aber es sind schöne Räume. Oh, öffne dich! Mann, die brauchen viel zu lang. Oh Gott, hier geht's um Luft. Okay, das ist eine Sauerstoffreserve. Aber jetzt heben wir erstmal ab, weil wir müssen genau da hinten hin. Okay, die nehmen wir. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Okay, wir empfangen ein Signal. Optionales Ziel, wo müssen wir hin? Erkunde. Okay, haben wir das jetzt auch in unserer Ordnung drin? Hat Ordnung, Ordnung. Ziel, Anzugstation, Bank, Ziel. Ja, wo ist das Sekundärziel sozusagen? Ich fliege jetzt hier ein bisschen rum, weil wir haben ja nur genug Luft. Was können wir hier holen?
Sieht so aus, als könnten wir da was aufmachen. Nein, aber das ist schon eine... Da Minen. Okay, ich glaube, da will ich nicht hin. Wir haben nur 164 Sekunden. Gut, da werden wir nur ein bisschen rumfliegen. Da hinten war nur irgendwo ein Luftcontainer, den was ich ins Nirvana geschossen habe. War natürlich sehr intelligent. Aber sonst gibt es hier nichts zu. Und ich will die Dinge sehen. Das Sekundärziel, weil ich will eigentlich alles zeigen von dem Spiel. Fliegen wir mal zu unserem Ziel. Da vorne ist es. Ja, in 45 Meter. Näher, 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 näher. Aufprall. Isaac, Brems. Was, auf dieser kleinen Station soll es irgendwas geben? Landen wir mal. Hier gibt's Sauerstoff. Und hier gibt's... geöffnet. Ah, das ist eine Kapsel oder sowas. Platz nehmen und... Ah, okay, wir können uns jetzt zwischen diesen Raumschiffen umherschießen. So, das heißt, ich will jetzt eigentlich erstmal schauen. Verdammt, wo war jetzt dieses Sekundärziel? Das war... War das die Greeley? Ich glaube schon, dass es auf der Greeley war. Schießen wir uns einfach mal dahin, vielleicht finden wir es ja. Und... Das ist natürlich richtig geil gemacht. Können wir irgendwie lenken, steuern, schießen? Nix. Wie die Terra Nova, da müssen wir im Primärziel hin, aber wir wollen jetzt erstmal da ankoppeln. Gut, jetzt geht die Luft wieder aus. Aber ich will jetzt nur ganz kurz. Kann jetzt eigentlich nur reinschauen. Nee, kann ich nicht. Oder kann ich irgendwie zu den... Also wenn ich auf Pause drücke, Erfolge, Neustart, Fortschritt und Freischaltung. Nee, anscheinend kann ich das gar nicht mehr nachschauen. Gut, aber ich würde sagen, ich muss jetzt ganz kurz einen Schnitt machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder zurück. Sorry für die kleine Unterbrechung. Auf jeden Fall weiß jetzt... wo wir hin müssen. Und zwar das da vorne, das ist die, wie Sie sehen können, die CMS Greeley. Und hier ist das Primär, das Sekundärziel, genau. Das Sekundärziel war es, da unten ist nur ein Luftbehälter. Okay, er nimmt sich Schaden, wenn er sie an der Luft auflädt. Werden wir uns merken, das werden wir nicht mehr machen. Gut, da oben müssen wir rein. Wir sollen jetzt... diesen Gegner schon mal töten. Komm, geh her. Tot. Oh Gott, noch mal einer. Okay, land lieber mal. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger, was da uns alles auf uns wartet. Oder? Ne, das Ding ist abgehauen. Komm, gib mir was. Gib mir. Ja, da ist der Halbleiter. Halt, stopp. Gut, den Halbleiter nehmen wir mit. Und dann machen wir mal die Tür auf, falls wir es schaffen. Genial. Und rein in die gute Stube. Wir sollen doch hier was erkunden. Ah, davon ist die Tür. Davon ist die Tür. Keine Ahnung, ich werde die ganzen... Also ich würde wahrscheinlich 100% Let's Play werden. Mit alle Premium wie Opti. Hey Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac Ende. Boah, da war ein Zusatz. Kompakter Standardrahmen. Okay. Ja, wir werden uns dann, wenn wir viele Teile zusammen haben, werden wir uns dann unsere eigene Waffe zusammenbauen, die ja hoffentlich was bringen wird. Ein Munitionskit, da ist auch noch irgendwas drin. Medipack. Nehmen wir alles mit, alles was wir finden können, nehmen wir mit. Dann gehen wir mal runter, dann schauen wir, was wir auf der Greedy finden, so. Bestimmt ein paar Gegner. Ich höre irgendwas. Die Musik ist schon absolut Action. Ich
Schieß, Isaac! Santos, offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Welche Geheimnisse dieses Schiff aufverbirgt, ich werde sie erst lüften, wenn ich diese Sicherheitsabriegelung außer Kraft setze. Es muss einen Weg geben, den Strom vom Sicherheitssystem der Greedy umzuleiten, um diese Türen zu öffnen. Okay. Also wird es doch eine größere Mission hier auf der Greedy. Aber was hier gleich für spektakuläre Musik anfängt. Ja gut, das Ziel sagt uns... Du hast keine Torgestange in deinem Inventar. Was sagt das jetzt? Die Leiter ist immer runterkommt. So schlau bin ich noch. Wo können wir jetzt lang? Wir können da runter? Fragezeichen? Ja, wir können da runter. Wechseln wir auf die Waffe wieder auf den Plasma-Cutter. Somatöl. Wieder den Wandler und hier ist dunkel. So, dann machen wir mal die Tür auf. Ja, wie gesagt, wird 100% Let's Play werden. Also alle Ziele, die was ich kriege, werde ich erfüllen. Zuerst die Primären, dann die... Zuerst die Sekundären, dann die Primären. Ja, ich glaube, so war's. Wir begeben uns hier in ein neues Schiff. Inventar ist voll, das kann ja nicht wahr sein, oder? Kompakter Standardraum. Okay, die müssen wir anscheinend dann bei der nächsten Bank mal abgeben. Dann haben wir wieder ein paar Inventarslots frei. Und diese Leiter müssen wir jetzt runtergehen. Wir müssen irgendwie mal versuchen, die Stromzufuhr jetzt zu kappen. Und es ist dunkel. Medipack, Somatöl können wir mitnehmen. Das können wir hier machen. F drücken, das ist natürlich super. Und... Ja. Yay, der Strom läuft wieder. Santos, Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich dahin. Okay. Da kommt einer raus. Oh Gott, da steht... Wie sie sich halt immer anschleichen können. Und der ist schon nur noch auf Knien unterwegs. Okay, das ist ein Kotzi. Komm, geh drauf, Kotzi. Tschüss. Ich sehe nicht. Was ist? Müsste es gewesen sein. Ah, da liegt auch noch was. Somatgel. Matschen wir erstmal alles durch, jawohl. Munition ist immer wichtig, was wir hier mitnehmen können. Medipack können wir mittlerweile auch mitnehmen. Wir haben genug Munition verballert und wir müssen genau hier lang. Warum ist dann da die Tür auf? Und wo sind wir gekommen? Das ist jetzt die große Frage. Ah, okay, das ist wieder so ein Geheimraum. Können wir irgendwas machen? Irgendwas? Nein, ja, vielleicht? Nö. Okay, keine Ahnung, ist anscheinend irgendwie ein Raum. Richtiger Handlambo, das war ein Raum. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, den Aufzug. Jetzt habe ich es erlebt. Aufzug steht natürlich schon parat. So wie man es sich wünscht. Und dann fahren wir eine Runde Aufzug. Wow, der war aber schnell. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Den Funkraum gefunden. Das ist der Funkraum. Er ist tot. Das kommt mir alles so
verdächtig vor. So, halten wir mal die Dinge auf. Aber wer verriegelt das denn mal? Sie fragen die. Ja, die werden ja überfallen auf dem Schiff von den Necromorphs. Kopf ab. Hallo. Gut, genug gespielt. Wir waren schon wieder dumm genug. Liegt hier sonst irgendwas rum? Nö, dann können wir mal den Strom wiederherstellen und... Benutze um den Strom des linken... Was? Wie, was? CPU, warum? Hey, check das gerade gar nicht ab. So, die 90, 45. Funktioniert nicht. Hat es jetzt irgendwas gebracht, außer dass wir 10-mal geschockt wurden? Würde jetzt mal vermuten, dass nichts gebracht hat. Nö, die Tür ist immer noch zu. Okay, das erweist jetzt ein bisschen kompliziert. Kriegen wir nochmal vielleicht die Anleitung? Da kann ich es mir vielleicht nochmal durchlesen. Benutze, um den Strom linken und rechten System anzugleichen. Ah. Ah, vielleicht mal vorher lesen, bevor man irgendwas macht. Aber das hat mir jetzt auch nichts gebracht. Benutze, um den anzugleichen. Wenn ich die 60 rüber tue und die 45 wieder rüber, dann... Ist die Tür auf? Nee. Hä? Was? Okay, wenn ich jetzt die 45 rüber tue, die 60 rüber, dann kommt's hin! Ich sagte doch, dass ich es nicht weiß! Dr. Barton, jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Dr. Serrano? Sagen Sie es mir! Stopp! Bitte! Sie haben es mir nicht gesagt! Ich weiß es nicht! Commander, hier Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung verbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff den Saft ab. Die Lebenserhaltungssysteme gehen offline und die Übertragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Niemand überlebt. Verstanden. Wow, wow, wow. Nein, da haben Sie einen Sie verstehen nicht. Okay, das wiederholt sie. Gut, wir haben die Tür aufgemacht. Ich habe zwar nicht so richtig gecheckt, wie es geht, aber die Tür ist offen. Wir dürfen weitergehen. Weit in diesem Gili-Schiff voran. Das ist ein großer Raum. Kein Tor gehen. Sind wir jetzt einmal im Kreis laufen oder was? Ah, okay. Es kommen viele auf uns zu. Da haben wir wieder diesen. Bam. Irgendwo klappert nur einer rum. Na komm her. Und tschüss. Dürfte es eigentlich gewesen sein, oder? Da haben wir wieder den Gegner aus dem vorherigen Teil, der was diesen Sack an seiner Hand hat. Inventar ist voll, kann doch gar nicht möglich sein. Wie scheiße wir dabei haben, das ist doch immer normal. So, das Smart Gel. Und den haben die Bank, den benutzen wir gleich mal, da können wir nicht ein paar Sachen upgraden. Hier ist unser weiterer Standardrahmen, neue Platine. Gut. Wir werden jetzt irgendwas bewegen. Ja, wir haben viel zu viel Mini-Pick-Gips schon wieder dabei. Und Stasi werden wir auch mal Set bewegen. Munition behalten wir mal bei. Wer weiß, wozu die noch nötig ist. So, aber da würde ich sagen, ich beende den Part jetzt erstmal hier. Im nächsten Part geht's dann
da unten weiter, okay. Auf der MacGeely oder auf der MSC Geely oder SMC Geely, keine Ahnung. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.